Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und heute will ich es wissen. Ich vergleiche heute das Tesla Model S von 2016. Ja, mein altes Tesla Model S, was ich noch habe für ein paar Tage, bevor er dann weggeht. Gegen mein neues Tesla Model S, Baujahr 2023, Long Range. Ja, das sind natürlich zwei komplett verschiedene Autos. Wir haben einmal den Heckmotor bei dem S75 mit 75 Kilowattstunden Akku und hier natürlich Dualmotor, also Allradantrieb und ein 100 Kilowattstunden Akku und außerdem 7 Jahre dazwischen. Also da muss sich doch einiges getan haben. Und ich möchte heute wissen, wie ist die Effizienz vom Tesla Model S Long Range von 2023 im Vergleich zum 7 Jahre alten Tesla Model S 75? Das heißt, wie ist der Verbrauch auf der Autobahn bei Tempo 130, meine übliche Strecke von Bremen nach Bremerhaven. Da bin ich mega gespannt, wie sich hier das neue Long Range schlagen wird im Vergleich zum alten Model S. Ja, hat ja einen Motor mehr. Verbraucht er dann eventuell gleich viel oder sogar mehr? Nein, er soll ja viel effizienter sein. Aber das kriegen wir heute raus. Wird also mega spannend. Unbedingt dranbleiben. Ja, viele von euch haben mich in den Kommentaren gefragt, Jens, wie ist denn das mit dem neuen Model S Long Range? Ist das viel effizienter als das alte, was du hattest? Oder tut sich das nichts? Mach doch mal einen Test auf der Autobahn 130 km/h. Und genau das machen wir heute. Wir fahren natürlich die Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Das sind 130 Kilometer bei Tempo 130. Und dann vergleichen wir mal die beiden Model S mit 7 Jahren Unterschied. Model S Long Range 2023 und Model S 75 2016. Ja, auch wenn die beiden Autos relativ ähnlich aussehen, zumindest auf den ersten Blick, gibt es da doch diverse Unterschiede und die machen es dann eventuell sogar aus. Also von außen zum Beispiel gibt es vorne am Kühlergrill Unterschiede, da wird zum Beispiel die Luft jetzt richtig an den Seiten vorbeigeleitet an den Reifen und sorgt dafür, dass der CW-Wert auch leicht geringer ist hier beim neuen Model S als beim alten. Dann haben wir natürlich einen überarbeiteten Antriebsstrang, die Motoren sind überarbeitet worden, das gesamte Fahrwerk ist neu, der Wagen hier, das Long Range, ist ungefähr 1 cm tiefer, also in der Niedrigposition als mein altes Model S. Er ist 5 cm länger und all diese Komponenten und Maßnahmen. Ja, da bin ich gespannt, was die jetzt am Ende bei der Effizienz für eine Auswirkung haben. So, alle Trips sind auf Null, dann würde ich sagen, können wir starten. Ja, wir haben jetzt hier beim neuen Model S noch 76% im Akku. Reichweitenanzeige haben wir wie gesagt nicht, nur eben diese typische Reichweite, wenn ich hier umschalte im Display auf Entfernung. Das bringt es aber nicht, weil diese Reichweite ist im Prinzip ja nur der EPA-Zyklus oder WLTP angezeigt. Ich kann es ja mal spaßeshalber machen. Was wird denn hier angezeigt? Wenn ich auf Entfernung gehe, dann habe ich noch 494 Kilometer. Ja, wobei das klingt gar nicht so unrealistisch, wenn man bedenkt, dass der Wagen hier auf der Landstraße zumindest locker die 600 Kilometer kommt. Ich wurde auch oft gefragt im Vergleich zum EQE zum Beispiel, wie ist hier die Federung? Ich würde sagen, im Model S ist die Federung etwas straffer, auch im Komfortmodus. Es ist halt nicht so dieses sänftenhaftige Verhalten vom Mercedes. Mercedes sind ja bekanntermaßen doch relativ auf Komfort ausgelegt in der Regel. Hängt ja eben auch von der Zielgruppe ab und hier ist es dann doch eher ein bisschen sportlicher abgestimmt, auch wenn man auf Komfort gestellt hat. Aber so wie sich das jetzt hier anfühlt, ist es genauso wie ich das haben möchte. Die Federung hier gefällt mir wirklich ausgezeichnet im neuen Model S. Sie war ja schon im alten Model S richtig gut, also gar kein Vergleich zum Beispiel mit dem Model Y oder 3. Aber das hier jetzt ist nochmal eine Schippe drauf. Juhu, einmal kurz aufs Gaspedal getippt hier beim Model S und man schießt nach vorne. Ich meine gut, der Wagen hier, der hat stolze 685 PS, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 504 kW, glaube ich, sind es. Und ich meine, das alte Model S, das hatte 320 PS. Ja, also weniger als die Hälfte. Trotzdem kommt das alte Model S so ungefähr in 5,2 Sekunden auf 100 und das hier in 3,2. Ja, das ist schon eine Größenordnung jenseits von Gut und Böse.
Also wenn man das hier einmal durchtestet, was ich einmal gemacht habe, also da wird einem schwindelig, ganz ehrlich. Das ist so brachial schnell. Wozu braucht man eigentlich ein Plaid? Für diese eine Sekunde länger, würde ich sagen, man braucht es wirklich nicht. Also wie sagte der norwegische Thai Björn Nyland zu treffen, das ist hier der arme Leute Plaid. Ja, weil er 20.000 Euro billiger ist. Aber ansonsten steht er dem echt in nichts nach. So, und bei sehr schönem, ruhigen Wetter, wir haben es jetzt 20 Grad draußen, also eigentlich Idealtemperatur. Und es ist auch sehr, sehr windstill. Da fahren wir jetzt auf die Autobahn bei Tempo 130 mit den beiden Model S. Einmal Jahrgang 2016 und einmal Jahrgang 2023. Ich bin echt gespannt. Ich habe das ja schon in dem ersten Roadtrip-Video erwähnt, dass das Model S 2023 dann doch so viel leiser ist als das alte. Das ist echt erstaunlich. Also wirklich gut gedämmt und der Wagen ist tatsächlich nur 70 Kilo schwerer als das alte Model S. Wiegt 2170 Kilo. Und im Vergleich zum Model Y zum Beispiel sind es auch nur 100 Kilo mehr. Also das Model Y wiegt, glaube ich, 2050, 60 Kilo so. Und das Model S hier wiegt 100 Kilo mehr als das Model Y. Also der Wagen ist so viel größer gefühlt jetzt auch. Und auch natürlich von der Länge und so, von den Abmessungen. Ist schon erstaunlich, wie leicht die dieses Auto gekriegt haben. Und wenn man das mal mit den deutschen Herstellern vergleicht, die wiegen locker 400 Kilo mehr teilweise. Also, na gut. Man merkt schon, was die da verbauen in Deutschland. Also natürlich viel mehr Dämmung. Wahrscheinlich sind die Bleche dicker oder was auch immer sie hier verbauen in den deutschen Fahrzeugen. Aber ist halt alles doch irgendwie mit mehr Gewicht verbunden. Und das macht sich dann natürlich am Ende auch in der Effizienz bemerkbar. So, ab jetzt heißt es Tempo 130, hier ist freigegeben. Und momentan fährt noch das alte Model S voraus. Und wir überholen uns dann ab und zu mal, dass wir nicht irgendwie Windschatten fahren können oder so, damit die Bedingungen möglichst gleich sind. Aber ansonsten wirklich schönes Wetter heute zum Fahren. 21 Grad jetzt hier auf der Autobahn. Und wir haben, glaube ich, minimalen Rückenwind. Ansonsten ist es doch relativ windstill. Ja, das ist wirklich erstaunlich, auch bei 130 hier. Man hört von der Fahrbahn, das ist jetzt halt so eine Betonpiste mit so Querrillen. Da hört man natürlich von den Reifen, diese Querrillen hört man einfach, ist klar. Aber so Windgeräusche von der Frontscheibe oder von den Spiegeln, wirklich minimal. Also man merkt schon, dass die Aerodynamik hier von dem Model S einfach unglaublich gut ist. Und das macht sich natürlich dann auch im Verbrauch bemerkbar. Was haben wir jetzt denn? Wir sind jetzt gefahren, naja, knapp 26 Kilometer erst und haben momentan einen Durchschnittsverbrauch von 18,2 Kilowattstunden. Das ist natürlich noch nicht optimal, aber das wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen nach unten bewegen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich habe ja hier im neuen Model S den Enhanced Autopilot mitbestellt und es ist tatsächlich so, wenn ich blinke und den Autopiloten anhabe, dann zieht er automatisch rüber. Das geht relativ schnell, also beim Model Y von 2021 war das so, dass man da locker noch so eine Sekunde warten musste, bevor er dann loslegte und man musste auch dem Lenkrad so einen Schubs geben. Hier habe ich den Eindruck, dass man das gar nicht mehr muss, also blinken reicht und nach einer halben Sekunde fängt er an rüber zu ziehen, natürlich vorausgesetzt die Spur ist frei. So, da vorne ist dann gleich die Ausfahrt. Wir haben jetzt 17,7 Kilowattstunden und dann machen wir da gleich die Wende und dann geht es auf die Rücktour und ich bin echt gespannt, was am Ende dabei für ein Ergebnis rauskommt. In Bremerhaven angekommen nach 65 Kilometer laut Anzeige. Ich habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 17,0 Kilowattstunden.
Mal sehen, was Nasilla sagt. Nasilla Isakovic iPhone anrufen. Ich rufe Nasilla Isakovic iPhone an. Hallo. Hallo, was hast du für einen Durchschnitt? Jetzt habe ich 19,1 Kilowattstunde. 19,1, alles klar, ich bin bei 17,0. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, jetzt geht's erstmal zurück. Falls euch jetzt über das Kennzeichen von meinem alten Model S wundert, das Auto ist natürlich inzwischen schon abgemeldet, weil er es verkauft, geht aber ins Ausland, nämlich nach Österreich. Und das ist ein Ausfuhrkennzeichen. Das heißt, in ein paar Tagen lasse ich mir es nicht nehmen und fahre den Wagen selber runter, geht in die Richtung Bregenz an den Bodensee. Wunderschöne Tour, mache ich natürlich auch wieder ein Video drüber. Und dann ja, geht der Wagen an den nächsten Besitzer und ich hoffe, er hat dann auch viel Spaß damit. Ja, das Model S Long Range von 2023 ist echt das ideale Langstreckenauto. Gerade wenn der Wagen so effizient ist, wie sich das jetzt hier auch abzeichnet, da kommt man echt tierisch weit mit auf der Autobahn. Der Akku ist ja 100 Kilowattstunden groß, also brutto. Nutzbar sind davon so zwischen 92 bis 95 Kilowattstunden. Habe ich noch nicht ausgelesen. Aber das sind so die Werte, die man eben so kennt bisher. Und im Gegensatz zum alten Model S, was ich hatte, das war ja nur ein 75er. Das heißt, der Akku war 75 Kilowattstunden. Davon waren so 72 nutzbar. Und ein bisschen Degradation hatte ich ja auch schon. 10% kann man rechnen nach 5 Jahren. Das heißt, so um die 66 Kilowattstunden waren bei mir nutzbar. Und das ist natürlich jetzt schon ein ganz anderer Schnack hier, wenn man so knapp 30 Kilowattstunden mehr hat. Und dann ist der Wagen auch nochmal 10% effizienter. Und ganz zu schweigen von der Ladeleistung, also ich komme ja hier am Supercharger oder auch an der Ionity auf 250 kW Spitzenladeleistung. Eine Ladekurve nehme ich auch noch auf, aber nicht in diesem Video, da mache ich noch ein extra Video drüber. Und bei meinem alten Model S war das so, dass ich in der Spitze maximal 100 kW gesehen habe. Aber auch da kam ich so von 10-80% in ungefähr 38 Minuten, so 36, 38 Minuten waren es ungefähr immer. Und mit dem neuen Model S bin ich gespannt, also sollen ja auch eher so 30 Minuten sein von 10-80%. Dann aber natürlich tanke ich natürlich viel mehr Reichweite nach. Ja, und das bedeutet eigentlich auch im Umkehrschluss, dass ich jetzt im Vergleich zu den 800 Volt Autos, die die Ladeleistung ähnlich hoch haben, diese aber wahrscheinlich auch viel länger halten, auch bis viel höherem Ladestand, dass ich dennoch durch die viel höhere Effizienz hier von diesem Auto im Prinzip in der gleichen Zeit die gleiche Strecke nachlade. Also 400 Volt oder 800 Volt machen dann bei diesem Auto gar keinen Unterschied. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier 800 Volt hätte im Model S, ja, das wäre ja nun der wirkliche Wahnsinn. So ein effizientes Auto und dann irgendwie nur 15 Minuten von 10-80%. Also da sollte auch dann der Diesel-Dieter nichts mehr zu meckern haben. Wir sind bei 120 Kilometer, 17,5 bei mir und da hinten fahren wir dann gleich wieder von der Autobahn runter. Dann geht es noch kurz durch die Stadt und dann bin ich auf das Endergebnis gespannt. Also, wir sind wieder angekommen. Ich habe nach 131 Kilometer ganze 16,9 Kilowattstunden verbraucht. Das ist natürlich jetzt mit ein bisschen durch die Stadt- und Tempo-30-Zone noch ein bisschen runtergegangen. Und jetzt gucken wir mal, was Nasilla auf der Uhr stehen hat. Na, was hast du auf der Uhr stehen bei dir? 19,6. Ja. Okay, ich habe 16,9 am Ende. Ja, Zahlendreher. Hammer.
Ja, und hier ist also das amtliche Endergebnis unseres Effizienztests. Das neue Model S Long Range hat verbraucht 16,9 Kilowattstunden auf der Strecke von 131 Kilometer von Bremen nach Bremerhaven. Und das alte Model S 75 hat 19,6 Kilowattstunden verbraucht. Also ein deutlicher Unterschied. Also das Model S hier, das Long Range, das neue von 2023, ist 15% effizienter. Das ist echt der Wahnsinn. So viel hätte ich dem wirklich nicht zugetraut. Hammer! Ja, Bereifung ist ähnlich. Wir haben hier allerdings beim Model S Long Range diese Aero-Caps, also diese Radkappen, die ja in puncto Aerodynamik auch ein paar Prozente bringen sollen. Aber daran alleine liegt es natürlich mit Sicherheit nicht. Ja, wenn wir mal von rund 17 Kilowattstunden ausgehen auf 100 und von einer nutzbaren Akkukapazität von 92 Kilowattstunden hier vom Model S, können ja auch 95 sein, aber rechnen wir mal mit 92, dann haben wir eine Reichweite hier bei Tempo 130 von 540 Kilometer real. Und das ist ein Wert, ich glaube, das erreicht kein anderes Elektroauto im Moment. Also EQS, go home! Ja, das war mein Effizienzvergleich. Altes Tesla Model S Baujahr 2016 gegen Tesla Model S Long Range Baujahr 2023. Es kommen noch ein paar weitere Videos, natürlich speziell über dieses Model S Long Range. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.